Servus Freunde und herzlich willkommen bei einem weiteren Part Gothic 2 und die Nacht des Raben. Und heute geht's den Viechern an den Kragen. Den Reim habe ich mir gerade ganz spontan überlegt. Ich finde den gut. Und was ist das denn da unten? Seht ihr das Rote? Ah, Feuerwarane. Nee. Die können mich mal am Arsch lecken. Mit denen leg... Oh, sieht das Wasser nicht cool aus? Ich spreck die Themen mal ganz schnell durch. Okay, wenn ich hier weitergehe, wo komme ich da hin? Ich komme dann wieder zu... Guck ich ja wieder zurück. Das würde ja keinen Sinn ergeben. Wohin zeigt denn der Pfeil? Zeigt der schon in die richtige Richtung? Wenn ich jetzt hier geradeaus gehe, müsste ich am Turm vorbeikommen und wieder da rechts. Müsste ich doch da... Oder war ich da unten an der Mine gerade? Momentchen, man muss die Karte studieren. Momentchen mal. Ich kam noch gerade von da. Ich... Keine Ahnung. Ich laufe da jetzt einfach hin. Sorry, wenn das jetzt ganz falsch sein könnte. Da unten ist doch aber die andere Mine. Ich laufe jetzt hier lang. Ist egal. Ah, hier komme ich wieder runter, ne? Da komme ich gar nicht irgendwo hoch. Ah, verstehe. Also muss ich doch da lang. Mal gucken, ob hier irgendwas hinter den Bäumchen liegt. Einfach mal umgucken. Na, ist hier irgendwo ein Skelettchen oder so? Irgendwas, was ich... Da, ich sehe es doch. Einen Bogen. Einen Ring. Wo ich nie wissen werde, was das für einer ist. Flügel. Ja, das war ein Blutfliegenfetischist. Was haben wir für einen Ring jetzt bekommen? Gucken, ob ich den vielleicht doch finde. Gibt die Hoffnung, ja, vielleicht Bogenschießen verbessern oder so. Nee. Geschicklichkeit könnte es natürlich auch gewesen sein. Geschicklichkeit wird es gewesen sein, ha? Huh? Wird Geschicklichkeit gewesen sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Wenn wir hier unten weitergehen, kommen wir ja wieder zurück. Vielleicht kriege ich ja einen Feuerwaran down. Vielleicht, wenn ich einen Eisblocke. Ja, nee. Jo, auf mit der Scheiße. Wahnsinn. Wo habe ich gespeichert? Natürlich ganz oben im Turm. Ficken. Ah, na toll. Die beiden Tücher da oben nochmal schnell besiegen. Den Bogen holen. Blablabla. So, vielleicht kriege ich euch ohne Eisblock kaputt. Sollte eigentlich machbar sein, oder? Geht nicht. Normalerweise speichere ich ja nach jedem Dings. Aber jetzt ziehe ich gerade zwei Parts durch. Und hab mir gedacht, schaffe ich. Aber schaffe ich nicht. Verdammt Angst. Ja, natürlich. Treff einfach gar keinen. Hm? Das andere Skelett hat gerade keine Lust. Finde ich gut. Kann ich schnell noch einen Trank nehmen. Hätte ich mir auch im Prinzip jetzt gerade sparen können. Unglaublich. Ich stelle mich auch gerade wieder an wie der zweite Mensch. Jetzt lebt er noch. Das da lebt noch. Ja, verpack dich ruhig da drin, du Sack. Du Arschloch. Oh, ich dachte, der killt mich jetzt. Nee. Und da hat ja auch kein Bett ist oder so, ne? Könnte mal ganz kurz drinnen pennen oder so. Aber nein, wir machen das nicht. Wir machen heute nicht im Betten. Wir machen heute lieber in die Toilette. Nach. Gucken, was hier unten noch so abgeht. Jetzt muss ich... Nee, den Feuerwaran lasse ich leben, ey. Vor allem, der war ja tot, aber nicht. War auch tot. Sie starben an Feuer. You don't say. Ist ja nicht so, dass wir das Ganze hier schon gesehen haben. Oh, hübsches Wasser. Hm, gefällt mir gut. Meine Fresse. Ist da unten vielleicht irgendwas? Liegt da was? Ist da eine Höhle drunter? Ich hab keine Ahnung. Oh, hier liegen ja Flügel. Muss wohl ein Blutfliegenfetischist gewesen sein. Hm. Déjà-vu.
Ring. Bösen. Frag mich aber, wieso die Pfeile da im Baumstamm stecken. Weil die... Der Bogen... Egal. Hat jemand Schießen geübt oder so. So. Grrr. So, fangen wir nochmal an, wa? Servus und herzlich willkommen. Ach, nee, nee, nee. Ja, sowas passiert halt mal. Jetzt müssen wir da rechts lang gehen, habe ich den Eindruck, ja? Speicher jetzt aber. So. Ah, hier werden uns auch die bösesten Kreaturen der Welt erwarten, ey. Oder nicht ein Trank, vielleicht doch keine so bösen Kreaturen. Vielleicht auch nur eine Sackgasse. Warum auch immer hier eine Sackgasse ist. Warum ist hier eine Sackgasse? Wo muss ich hin? Na, hinter uns wird es natürlich dann weitergehen, ne? Zu dem anderen Schürftrüppchen. Aber der Weg ist natürlich blockiert. Natürlich. Damit ich bloß auch komplett außenrum gehe, noch an 30.000 Orks vorbei muss und dann zusätzlich noch 3 Drachen da vorbeischwören. Ich hasse das. Chip, chip, chip. Ah, hier geht's vielleicht weiter, oder? Was? Ist das der Das hier ist wohl der andere Schürftrupp. Okay, wir haben ihn jetzt schon gefunden. Ich dachte, wir suchen noch ein bisschen länger. Scheint nicht so. Ui. What the fuck? Was ist denn hier los? Ein Paladin liegt hier. Knochen eines Skeletts. Hier liegen aber ziemlich viele Knochen rum. Ich glaube, da haben die ein bisschen übertrieben hier, die Piranha-Bite-Entwickler. Na du, hier, ne? Wir brauchen hier ein paar Skelette auf dem Boden. Pack bei ihnen. Aber hey. Lederbeutel. Paladin ist hier. Das heißt, die sind hier von Minecrawlern wahrscheinlich überrascht worden. Und wir werden nicht von ihnen überrascht. Wir machen sie einfach kaputt. Mit einem Schlag. One Hit Wonder. Hier liegt ein Sträfling. So, und Xolen. Haben die. Ja, wo die. Danke. Na, 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 Herr Paladin. Sumpfkraut. Du Pisserpupp. Oh, hier sind ganz schön viele, ha? Ich glaube, die haben sich gedacht, ne, jetzt brauchen wir Skelette und was passt zu Skeletten? Minecrawler, die nehmen wir mit. Ja gut, mach ich euch einfach kaputt, ne? Zack, 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 zack. Das ist jetzt auch ein bisschen sehr leicht, ne? Vor allem, wir sind schon wesentlich viele Level über denen, die man, oh, Lederbeutel, die man bestimmt eigentlich wäre jetzt, wenn man zuerst hier das gemacht hätte und dann erst wenn man zuerst halt... Nein. Kämpfen und reden ist nicht meine Stärke. So, es hätte wahrscheinlich länger gedauert, hier durchzukommen, wenn man zuerst das Minental... Oh, Silvestro. Das war so ein Minental. Okay, 100 Goldmünzen. Wenn man zuerst das Minental gemacht hätte und dann erst nach Jakinda. Und dann wäre Jakinda wieder leichter gewesen. Also, ich glaube, er nullt sich das. Schnullt sich. Jung. Komm her. Ja, ja, ja. Komm, kriegst du auf die erste Video. Oh, eine Schatulle. Kurz mal das Kappa drücken. Jetzt hat sich meine Maus wieder nicht bewegt. Eine Spruchrolle. Knochen ins Skelett. Zwei Crawlerplatten. Eine Crawlerplatte. Crawler. Lack was? Schwarze Perle. So, wir haben aber was, ein Schriftstück gefunden. Wichtiger Hinweis. Notiz. Lucias Abschiedsbrief, alter Brief. Pfandbrief, Steckbrief, Befehle. Silvestros Notiz. Von Silvestro, Paladin des Königs. Ein weiterer Tag Schifferei liegt vor uns. Heute wollen wir die Wand durchbrechen, die uns tiefer in den Fels hinein... Und uns tiefer in den Fels hineingraben. Ich habe ein ungutes Gefühl, deshalb werde ich das Erz
Deswegen werde ich das Erz in ein Versteck bringen lassen. Diego ist der Einzige von uns, der sich hier auskennt. Ich muss ihm vertrauen. Er wird die Kisten in Sicherheit bringen, aber ich werde ihn nicht alleine losschicken. Das Erz muss unter allen Umständen geschützt werden. Deshalb lasse ich Diego von zwei Rittern begleiten. Lang lebe der König, Silvestro. Ja gut, dann hat er ein gutes Gespür gehabt, der gute Mann. Hat ihm aber schlussletztlich auch nichts gebracht. Vor dem Ding. Man muss sich das mal vorstellen. Ich alleine mach alle Minecrawler platt. Alle. Und hier sind, glaube ich, ein paar Sträflinge, ein paar Paladine, ein paar Waffenknechte gewesen. Und die haben sich gedacht, nee, kämpfen ist nicht so mein Ding. Wir sterben lieber. Denke ich mir, what the fuck, boom. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Da hast du recht. Das ist so eine Sache mit den Dietrichen. Die könnte man gut gebrauchen. Gut. Ah ja, wir haben Klipper-Klipper gefunden. Klipper-Klipper. 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 Jetzt müssen wir nur noch Diego finden. Ah, wo Diego ist, wurde uns ja auch schon gesagt. Erzklumpen. Ja gut, wir können kein Erz abbauen, leider Gottes. Aber wo Diego ist, wurde uns ja schon gesagt von Fayette. Irgendjemand hat, nee, der ist Serjan oder wie der heißt. Der hat uns gesagt, Jung, der ist hier vorbeigekommen und hat sich da hinten irgendwo versteckt. Jetzt müssen wir nur wissen, wo da hinten und irgendwo ist. Haben wir noch eine Fackel dabei? Fackel. Da fackeln wir nicht lang. Find's auch schade, dass er nicht mit Fackeln und Schwert kämpfen kann. Das wäre supi. Alles klar. Aber er hat ja noch zwei Paladine dabei, deswegen wird Diego relativ sicher sein. Ne, wobei, die Paladine haben alle nichts drauf hier in dem Spiel. Denkst du, ein Paladin kann was? Ne. Aber wenn sie gegen dich kämpfen, dann können sie alle plötzlich was. Schwertmeister, alle, die hauen nicht kaputt. Und du denkst dir nur, what the fuck, warum wusste ich das nicht vorher? Aber nee. Nö. Ah, wir haben aber die Klaue Belias bei uns. Das müssen wir übrigens noch Xardas erzählen, dass wir die haben. Sonst wird der Mann böse. Oh, hier sind wieder so viele. Ja, da treffe ich mal ausnahmsweise im Flug, weißt du? Was seid ihr denn da? Blutfliege. Wolf. Es ist gut jetzt. Du kannst jetzt einfach mal sterben gehen, du böser Wolf. Da ist jetzt. Nichts. Aber wir müssen ganz, ganz dringend zu Dings gehen. Zu. Na, wie heißt er? Bosper. Der muss uns ganz dringend die Fälle abnehmen. Hallo. War nicht noch eine Blutfliege? Hast du noch ganz viele Blutfliegen, ja? Oh, da sind Vargis. Und da sind Orkis. Jung, verreck. Ich möchte nicht noch näher zu dir rangehen. Dachte ich mir schon. Da ist ein oder zwei Ork-Krieger, die ich bis jetzt gesehen habe. Und vielleicht kriegen wir wenigstens ein oder zwei. Hier liegt ein Paladin. Eigentlich noch ein Ritter. Okay, Entschuldigung, keine Paladine, sind Ritter. Und hier ist... Wer bist du? Diego! Hey, ich dachte, du wärst tot. Ja, war ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Die Paladine? Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Korinnes. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe. Denn dieser aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört. Geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Sag mal, wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen.
Dann werde ich mich wohl bald nach Korinis aufmachen. Hab da noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Hör zu, ich brauche die Beweise. Was hat das mit den beiden toten Rittern auf sich? Was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Ich hab's ihnen gesagt, aber sie wollten nicht auf mich hören. Jetzt mal ohne Witz. Wie beschissen müssen solche Paladine eigentlich kämpfen? Ich hab's ja nicht oft genug gesagt. Was muss ich über das Tal wissen? Was muss ich über das Tal wissen? Mit dem Fall der Barriere hat sich hier einiges verändert. Die Orks haben hier das Sagen. Wir Menschen sind nur noch Futter für die wahren Herrscher des Tals, die Drachen. Weiche allem aus, was stärker ist als du. Und halte dich von allem fern, was nach Drache aussieht. Okay, hör zu, ich brauche die Beweise. Hör zu, ich brauche diese Beweise. Okay, wenn ich dir helfen kann, werde ich das tun. Aber ich werde meinen Kopf für niemanden in die Schlinge legen. Ich bin im Auftrag von Garond unterwegs. Er muss wissen, wie viel Erz bisher geschürft wurde. Und dann gibt er dir die Beweise, die du haben willst? So sieht's aus. Also, kannst du mir was darüber erzählen? Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen. Aber dann werde ich nicht mehr da sein. Du Schlitzohr. Nein, wie er ans Erz gekommen ist, wissen wir ja. Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvester auf einmal unruhig. Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich eh vorhatte, mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Und das war mein Glück. Denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Und das hat keiner überlebt. Wunderlich eigentlich. Kannst du was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Klar. Was willst du wissen? Stärker werden. 15 Punkte, um stärker zu werden. Wahnsinn! Ich hab gerade mal 7. Gut, der gute Mann hat 4 Kisten hier hin. Okay. 4 Kisten. Der will auch weggebracht werden. Dann kann ich also, wenn ich sie rausbringen sollte, kann ich das in einer Tour machen. Im Prinzip hole ich sie ab, gehe so wie ich gekommen bin, hintenrum an den Gebüschen da lang, übers Wasser, hoch und dann weg. Boah, das andere Ding ist ja am Arsch der Welt. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu Garond und berichten ihm erstmal. Wupp. Kann ich dem vielleicht davon erzählen, dass ich Diego gefunden habe? Hey Freunde, ist das wichtig für euch? Ich habe Diego gefunden. Nee. Interessiert dich das? Nee. Interessiert ihm Scheiß. Aber jetzt reden wir erstmal mit Garond. Der hat sich dafür zu interessieren, was ich ihm zu sagen habe. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Da penne ich erstmal? Nee, ich geh erstmal Garond. Du, Digga, du hast jetzt 6 Kisten, glaube ich, insgesamt. Also, schieb mal nicht einen auf dicke Welle, sondern lass mal mein Geld rüberwachsen. Garondi, ich habe mit Fayette gesprochen. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben 2 Kisten mit Erz gefördert. So, 2 Kisten? Ich brauche aber keine 2 Kisten. Ich brauche 200 Kisten! Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. Okay. Wegen Silvestros Schürfstelle. Wegen Silvestros Schürfstelle. Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Möge Innos sich ihrer Seelen annehmen. Gut, wie ist die Situation? Wie ist die Situation? Jetzt fehlen mir nur noch die Nachrichten über die letzte Schürfstelle. Und ich hoffe, es werden gute sein. Jo, ich sehe da zwar etwas Schwatz, aber jedem das seine. Kurz pennen. Penny. Das war doch klar. Gut. Dass du das nicht gewusst hast. Jungstuf, da muss ich hin. Yay.
Bis Mittag schlafen. Dann sind die nämlich alle weg und die Leute stehen auf ihrem Posten. Und gehen nicht erst los, so wie ich. Hast du noch was anzubieten, Ingor? Zeig mir deine fucking Ware. Eigentlich zwei gute Sachen hier. Landkarte des Mintats. Das sind 500. Ich habe jetzt nicht hingeguckt, weil sowas ist immer gut, mal mitzuhaben. Den verkaufe ich jetzt ruhig, immer ganz ehrlich. Was soll ich mit dem? Ich dachte, ich hätte einen Teleporter verkauft. Was soll ich mit dem? Kann ja eh nicht benutzen, was ich damit mache. Kann ich eigentlich auch verhökern. Hier, Schutzes. Brauche ich nicht. Habe ich irgendwie Gold gefunden? Ich glaube, ja. Ich meine, mich zu erinnern. Ich meine, mich zu entsinnen, dass ich da was hatte. Eine Schatulle? Wertvoll. Was ist denn der Unterschied zwischen einer wertvollen und einer Innerstatue? Ich frage es mich einfach nur aus Neugierde. Trollfell? Schafsfell? Nee. Knochen kann ich verhökern. Das kann weg. Ich weiß gar nicht, wofür ich die hier brauche. Niemals. Ich mache ja keine Alchemie oder so. Besen kann weg. Wozu habe ich Besen in der Tasche? Goldene Halskette. Hering. Jo, habe ich schon ein bisschen Gold, habe ich ja noch hier mit den Sachen irgendwie dabei. Naja. Meisterdegen. Werde ich nie benutzen. Runenmacht Zweihandwaffe, werde ich auch nie benutzen. Orkwaffe, Paladinschwert, mittlere Orkaxt. Orkaxt, zack, weg. Magische Armbrust behalte ich. Bogen kommt weg. Na gut. Dann wartet das. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Gold plus gemacht, glaube ich, oder? Ja. Und ein bisschen Minus. Aber egal, das hält sich ja noch etwas in Grenzen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann suchen wir Markus Schriftsteller auf. Tschüss.